Wellenschliff bei Outdoor-Messern. Hat das einen Sinn, dass ein Outdoor-Messer einen Wellenschliff hat? Die Antwort ist ja und nein. Und wenn du wissen willst, warum das so ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann vom Survival Show Problemskult. Schön, dass du dabei bist. Gute Frage. Und da scheiden sich ja die Geister und streiten auch die Geister unter Anführungszeichen, ob ein Wellenschliff, serrated Klingen im Outdoor-Bereich sinnvoll sind oder nicht. Und für mich persönlich sind sie meistens nicht sinnvoll. Und zwar immer da, wenn ich etwas schnitzen mag. Ich weiß, ich kriege auch immer wieder Kommentare, Rainer, du tust die ganze Zeit schnitzen. Und ja, ich bin... ja, schnitzophren. Ja, oder ich bin schnitzophil. Ja. Das heißt, ich mag einfach schnitzen, weil das ganz einfach viele Dinge bei Natursurvival gibt, die ganz einfach mit Schnitzen oder mit Schneiden zu tun haben. Und ich muss einfach festhalten, dass es so ist, zumindest ist das meine Erfahrung, dass ein, zum Beispiel hier dieses Neck Knife, wenn an dieser Stelle hier der Wellenschliff ist, das einfach zum Schnitzen nicht so cool geht. Weil durch diese serrated Klinge, durch diesen Wellenschliff meiner Meinung nach einfach kein glatter, schöner Schnitt entsteht. Und ich kann das auch immer wieder, ich mache immer ein gutes Beispiel, warum haben Skalpelle von Chirurgen keinen Wellenschliff, wenn der so super wäre zum Schneiden von Fleisch zum Beispiel. Oder wenn ich einen glatten, genauen Schnitt machen mag. Vielleicht hinkt das Beispiel, aber es ist für mich so. Und meistens sind diese Messer auch so gemacht, dass genau an dieser Stelle hier, so, Kamera wieder schon abschalten, hier an dieser Stelle, da wo ich am meisten Druck aufbauen kann beim Schnitzen, wenn ich einen Power Cut machen will oder was auch immer, genau da der Anschliff, das zum Speiben ist das, wie man in Österreich sagt. Also das kann ich einfach nicht leiden. Und ganz viele sogenannte Survival-Messer und Leute, die zu meinen Survival-Trainings kommen, ja, die haben das ganz einfach genau an der Stelle und kommen dann alle drauf, dass das eigentlich ein Klumpert ist. Wenn schon, dann mach es bitte wie beim Soldatenmesser, da kauft ihr etwas, wie das beim Soldatenmesser gehandhabt ist, da ist genau an der Stelle der glatte Schliff und weiter vorne die Welle. Wenn die Welle denn nötig ist, macht das ganz einfach so und das ist eigentlich ganz fein gelöst. Ja, dann ist es nämlich beides. Und wo hat der Wellenschliff seine Berechtigung? Ich meine, gleich beim Brotschneiden hat das jeder daheim, eh ganz klar. Aber auch beim, ich sag jetzt mal, Selbstverteidigungsmesser, wobei, wie gesagt, ich habe damit keine Erfahrung, aber wenn ich jemanden arg wehtut will, ja, dann ist das vielleicht cool, wenn ich einen Schnitt setzen will und nicht stechen will, sondern einen Schnitt setzen will, dann ist das vielleicht eine coole Sache. Ja, warum nicht? Also cool, eine sinnvolle Sache, sagen wir das jetzt so. Oder wenn ich ein Seil durchkappen will, wenn ich ein Segler bin oder wenn ich ein Kletterer bin, dass ich etwas durchschneiden kann, so ein Tau, dann mag das alles sein, das bin ich aber nicht. Und daher ist das für mich, ein reiner Wellenschliff, für mich einfach nicht so cool. Oder wenn du Taucher oder sowas, aber ja, da ist das vielleicht nicht so toll. Was mir auch einfällt, das ist bei Rettungsmesser. Ja? Bei einem Rettungsmesser, wenn man Gurt durchschneiden mag zum Beispiel, dann mag das sein, dass das eine sinnvolle Variante ist. Ja, soll ganz einfach so sein. Oder, was natürlich auch denkbar ist, dass man zum Beispiel bei so einem Fischermesser, also einem Anglermesser, wie ich das nenne, so, da hinten einen Wellenschliff hat oder sowas in der Richtung wie ein Wellenschliff, so, Kamera scharf schalten, sie will nicht so recht, aber du weißt schon, zum Abschuppen kann sein, dass das Sinn macht, dass das cool ist, von mir raus, warum auch nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich ein Survival-Messer habe, ein Überlebensmesser in der Natur jetzt, ja, nicht urban, sondern Natur, dann ist ein Wellenschliff meistens nicht zweckmäßig. Auch beim Hacken, beim Hauen, wenn ich ein Haumesser mache, warum haben die keinen Wellenschliff? Warum haben sie das nicht? Warum haben sie das? Warum haben sie einen glatten Schliff? Ja, weil es unnötig ist, weil das keinen Sinn macht. Und bei den meisten Dingen, die man draußen macht, muss man entweder auf was eindreschen, ja, entasten oder so, oder etwas Feines, Kleines schneiden. Auch wenn ich ein Tier zerwirken mag, ja, da, vielleicht Hellboy 66, ja, zerwirken, ja, ich weiß, was zerwirken ist, ja, ich kann es nicht gut, aber ich weiß, was es ist, habe auch schon zugeschaut, ja, aber dann nimmt man auch, der Fleischhauer nimmt auch keinen Wellenschliff, sondern macht das auch mit einem glatten Schnitt ganz einfach. Daher, meiner Meinung nach, Wellenschliff, daher sage ich das auch immer wieder, haben ihre Berechtigung, aber ich, in meiner Welt, brauche ich sie sehr, sehr selten. Sie sind in einem ganz speziellen Bereich top, aber der viel größere Bereich, so wie ich es einsetze, ganz einfach nicht. Das war's.
Ich sage danke fürs Dabeisein, mag dir um einen Kommentar bitten, wie siehst du das? Schreib mir das ganz einfach, das wäre sehr, sehr cool. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Aber andere Videos zum Anschauen, unten der Link zum Produkt, die ich da jetzt gezeigt habe. Dein Reini Rossmann, bis bald. Ciao.